Wohl eines der größten Rätsel der Physik, und das verrät allein schon ihr Name, denn einzig OMG, also Oh My God, hatten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 1991 einfallen lassen, als sie diese Teilchen entdeckt hatten. Ihr Ursprungsort blieb bis jetzt ein großes Rätsel. Doch jetzt ist klar, die Strahlung stammt aus fernen Galaxien und ihre Energie ist so unfassbar und erschreckend hoch, milliardenfach so schnell wie andere gewöhnliche Teilchen aus dem All. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zu diesen kuriosen Teilchen. Welche fundamentalen Erkenntnisse verraten sie über den Ursprung des Universums und können sie uns gefährlich werden? Jetzt Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, also wir sind hier übrigens bei How to Music und das ist ein neues Musikformat, das ich produziere. Tut mir einen Gefallen, abonniert unbedingt diesen Kanal. Es wird sensationell. Wir begleiten 6 Musikerinnen und Musiker auf dem Weg zu ihrer Karriere. Ja, wir haben ja öfter schon hier darüber berichtet. Unentwegt erreicht kosmische Strahlung die Erdatmosphäre. Konkret handelt es sich um schnelle Atomkerne verschiedener chemischer Elemente. Vor allem die Sonne sendet kosmische Teilchen, den sogenannten Sonnenwind. Sie erreichen Energien um die 100 Millionen Elektronenvolt. Und das kann auf der Erde zu Störungen führen, beispielsweise in der Stromversorgung und im Funkverkehr. Doch die sogenannten Oh-My-God-Teilchen übertreffen wirklich alles. Von solch einem Teilchen getroffen zu werden, würde sich wohl anfühlen wie von einem richtig hart geschlagenen Baseball. Doch dazu kommt es sicher nicht, denn A, sind die Teilchen eher selten und B, werden sie durch die Atmosphäre in ihrer unfassbaren Energie abgebremst. Doch erst jetzt konnte ein Team aus mehr als 40 Forscherinnen und Forschern aus 18 Ländern ihre konkreten Ursprung nachweisen. Die OMG-Teilchen gelangen demnach von entfernten außergalaktischen Objekten zur Erde, jenseits unserer Milchstraße. Das zeigt die Analyse der Messdaten, die von dem argentinischen Pierre-Auger-Observatorium stammen. Zitat: Diese neuen Erkenntnisse werden es uns ermöglichen, fundamentale Fragen über die Entstehung des Universums, der Milchstraße und anderer Galaxien zu klären. Das sagt der beteiligte Astrophysiker Karl-Heinz Kamper. Den gemessenen Rekord hält ein Teilchen mit rund 300 Trillionen Elektronenvolt. Dieselbe Energie, also die ein schnell geschlagener Tennis oder Baseball hat. OMG, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das argentinische Observatorium besteht aus unvorstellbaren 1600 Detektoren, die auf einer Fläche von 3000 Quadratkilometern verteilt sind. Das ist größer als das Bundesland Saarland. Es gibt 1600 Messstationen, die jeweils einen Detektor und 12 Tonnen Wasser fassen. Das Wasser dient tatsächlich der Energiemessung. Dabei macht sich das Forschungsteam zunutze, dass die Teilchen der kosmischen Strahlung mit Luftmolekülen zusammenprasseln. Diese werden zerschmettert und ihre Bruchstücke kollidieren weiter. Es entsteht eine Lawine aus Teilchen und die Energie der ursprünglichen Teilchen teilt sich auf. Treffen diese sehr energiereichen Teilchen auf das Wasser in den Tanks, bewegen sie sich dort schneller als das Licht normalerweise im Wasser. Dazu kampert. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei einem Flugzeug, das die Schallmauer durchbricht. Zudem senden sie Licht aus, die sogenannte Scherenjenkow-Strahlung. Die kann dann durch die Detektoren nachgewiesen werden. Die Ankunftszeit der Teilchenlawine an den verschiedenen Messstationen hilft dem Forschungsteam zu bestimmen, aus welcher Richtung sie gekommen sind, und zwar bis zu einem Grad genau. Dennoch ist es kaum möglich, die exakte Quelle zu bestimmen, denn ihr wisst, im All existieren unzählige kosmische Magnetfelder, durch die die Teilchen abgelenkt werden. Nur wenn die Teilchen höhere Energien haben, kommen sie nicht ab vom Kurs. Doch wie schon gesagt, OMG-Teilchen mit derart hohen Energien kommen nur selten auf der Erde an. Schätzungen zufolge fällt pro Jahrhundert solch ein Teilchen auf die Fläche eines Fußballfeldes. Doch die Fläche des Observatoriums ist groß genug, um viele hochenergetische Teilchen zu analysieren. Für die aktuelle Studie wurden die Messdaten von 10 Jahren berücksichtigt. Jetzt steht noch ein Feinschliff an, denn bisher werden alle kosmischen Teilchen berücksichtigt. Doch da sie unterschiedlich schwere Atomkerne haben, fliegen verschiedene Teilchen extrem unterschiedlich. Eisen beispielsweise weniger geradlinig als Heliumkerne. Wenn demnächst also die schweren Atomkerne herausgefiltert werden, könnte dies ein schärferes Bild der genauen Quelle liefern. Wenn ihr als erstes dazu, also zum Thema der OMG-Teilchen und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp, hier ist der Link dazu. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicksum mitmachen. Und tut mir den Gefallen, es wird wirklich ein Hammerprojekt hier, How to Music in Berlin. 6 Nachwuchsmusikerinnen und Musiker auf dem Weg zum Erfolg, die begleiten wir und das wird wirklich spannend. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, dafür das Abo nicht vergessen und die Glocke. Genau.
die müsst ihr unbedingt läuten. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken, neues Teilchen entdeckt. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.